The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Eindrücke, Gefühle und Arzneimittel. Dein Wort macht mich klug. Darum hasse ich alle falschen Wege. Es gibt viele unruhige Geister, die sich keiner Disziplin, keiner Regel und keinem System unterordnen wollen. Sie meinen, ihre Freiheit würde eingeschränkt, wenn sie ihr eigenes Urteil beiseite schieben und sich dem Urteil erfahrener Menschen beugen. Das Werk Gottes wird nicht vorankommen, es sei denn, es besteht die Bereitschaft, sich der Ordnung zu fügen und den leichtsinnigen, chaotischen Geist des Fanatismus aus ihren Versammlungen zu bannen. Eindrücke und Gefühle sind kein sicherer Beweis, dass jemand vom Herrn geführt wird. Satan wird Gefühle und Eindrücke vermitteln, wenn man ihn nicht dahinter vermutet. Diese sind keine verlässlichen Führer. Alle sollten sich mit den Argumenten zugunsten ihres Glaubens gründlich vertraut machen. Der wichtigste Forschungsgegenstand sollte darin bestehen, wie sie ihrem Bekenntnis gerecht werden und zur Ehre Gottes Frucht bringen können. Eine Zeit lang hatte er, ein Patient im Battle Creek Sanitarium, gemeint, er erhalte neue Erkenntnisse. Er war schwer krank und hatte nur noch kurze Zeit zu leben. Die Zuhörer, denen er seine Ansichten mitteilte, hingen an seinen Lippen. Einige hielten ihn für inspiriert. Vielen erschien sein Gedankengang unanfechtbar. Sie erzählten von seinen machtvollen Mahnungen im Krankenzimmer. Die herrlichsten Szenen spielten sich vor ihm ab. Doch aus welcher Quelle schöpft er seine Inspiration? Das Morphium war es, das man ihm zur Schmerzlinderung gegeben hatte. Die Gifte, die in vielen sogenannten Heilmitteln enthalten sind, führen zu Gewohnheiten und Triebwünschen, die für Seele und Körper den Ruin bedeuten. Viele der beliebten Geheimmittel, genannt Markenmedikamente, und sogar einige der Arzneimittel, die von Ärzten verordnet werden, spielen eine Rolle bei der Bildung der Trunksucht, der Opiumsucht und der Morphiumabhängigkeit, die alle für die Gesellschaft ein so schrecklicher Fluch sind. Wenn der Segen, den diese angeblich geheiligten Menschen empfangen haben, sie dahin führt, dass sie sich ein bestimmtes Gefühl verlassen, und wenn sie meinen, sie hätten es nicht nötig, die Heilige Schrift zu durchforschen, um Gottes erklärten Willen kennenzulernen, dann ist der sogenannte Segen gefälscht, denn er führt seine Besitzer dahin, auf die eigenen ungeheiligten Gefühle und Launen Wert zu legen und sich der Stimme Gottes in seinem Wort zu verschließen. The Lord.